Leute, herzlich willkommen bei Gregus Outdoor. Heute möchte ich eine Pizza kochen. Das heißt, ich mache die Pizza in meiner Pfanne, in meinem Topf. Und dazu benötige ich natürlich Teig. Den habe ich zu Hause schon vorbereitet, weil das Wetter heute nicht gerade so schön ist. Dann habe ich ein wenig Tomatenmark. Leider nur Champignons aus der Dose, denn im Tankstellenshop haben sie keine frischen. Dann natürlich Käse, ein wenig Trutenbrust. Und jetzt werde ich mal anfangen. Als erstes nehme ich natürlich den Topf. Dann kommt da ein wenig Teig rein. Kleinen Fladen. So, schön bis an den Rand. Und damit er mir nicht zu fest ankocht, werde ich ihn ein wenig vorbraten. Das geschieht heute mit dem Drangia. So. Dann natürlich auch mit einem Topständer. Und jetzt werde ich den Teig mal draufstellen. In der Zwischenzeit werde ich das Tomatenmark mit ein wenig Wasser verrühren, damit es nicht so stark ist. Ich nehme dazu meinen Topf, werde einige Löffel davon hineintun und dann ein wenig Wasser und das Ganze dann schön verrühren. So. Sieht schon viel besser aus. Jetzt mal den Teig. Mal sehen, wie der kommt. Ja. So, jetzt werde ich mal ein wenig von der Tomatensauce darüber. Dann einige Gewürze. Nehmen wir einige Champignons. So, dann ein wenig Trutenbrust. Und natürlich noch den Käse. Und jetzt Deckel drauf und warten. Also, dann werde ich mal sehen. Es sind jetzt circa 10 Minuten. Oh, es dampft sehr schön. Sieht auch lecker aus. Ja, der Boden ist nicht ganz so, wie ich mir es erhofft habe. Aber ich glaube, ich versuche es mal. Und dann werden wir sehen, ob es schmeckt.
sehr heiß, aber sehr, sehr lecker. Ist auf jeden Fall ausbaufähig, werde ich noch mehr versuchen. Und ja, ich esse es noch zu Ende und wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Tschüss.